Herr Matthäus, Herr Johannes, Herr Markus, schön, dass Sie kommen konnten. Ich habe Sie zu diesem Meeting gebeten, weil wir bei der Programmplanung für den Herbst ein Problem haben. Wie es ausschaut, arbeiten Sie derzeit alle am selben Stoff, an der Biografie von Jesus von Nazareth. Hallo liebe Freunde von Fantasy-Romanen. Bei der Entstehung der Bibel gab es ein kleines Problem. 4 Autoren mit der gleichen Story. In der Redaktionskonferenz sucht man entsprechend nach kreativen Lösungen. Wie wäre es denn, wenn wir die Geschichte aus 4 Perspektiven erzählen? Das wäre doch mal ein guter Kniff. Und so könnten wir auch die ein oder andere inhaltliche Durststrecke ausgleichen. Ich meine, dieser Jesus war bestimmt ein interessanter Typ, keine Frage. Aber wenn wir das Leben so 1:1 erzählen, da sind schon ein paar Längen drin, ne? Was soll das denn jetzt heißen? Ich meine, bei einer Biografie, da müssen wir ja wohl bei den Tatsachen bleiben. Ja, Herr Johannes, wir wollen das Buch ja auch verkaufen, nicht? Und das ist ja nicht unser einziges Problem. Ich sag mal, wie es ist. Ein dunkelhäutiger Held, schwierig. Ja gut, aber Jesus war dunkelhäutig. Ich meine, seine Vorfahren kamen aus Nubien im Süden Ägyptens und waren rabenschwarz. Ja, das mag ja alles sein. Aber wir müssen natürlich auch an die internationale Vermarktung denken. Zum Beispiel Europa. Das sind die Märkte der Zukunft. Und da sind Menschen mit Migrationshintergrund derzeit nicht so gern gesehen. So, kommt, Leute, wir müssen mal die Biografie ein bisschen andicken. Ja gut, also Jesus war ja vielleicht nicht der große Held, aber er hat ja trotzdem tolle Dinge gemacht. Hier zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana. Ja, stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Der Wein war alle und alle saßen auf dem Trocknen und dann ist Jesus alleine ins Nachbardorf gelaufen und hat für alle Mann Nachschub geholt. Das ist doch eine tolle Leistung, oder? Und das als Einbeiniger. Also. Ich komme von einer ganz anderen Ecke. What if, wenn wir da ein bisschen Mystery reinbringen? Mystery? Wie wär's denn, wenn er den Wein nicht gekauft hat, sondern abracadabra herbeigezaubert? Ja, wie jetzt? Einfach so? Aus dem Nichts oder was? Ja, oder er hat das Wasser genommen und in Wein verwandelt. Und zack, haben wir unser Mystery-Element. Also ich weiß es nicht. Und deswegen müssen wir auch noch mal dringend über den Tod Jesu sprechen. Ein Badeunfall, also wirklich. Ja, aber so war es nun mal. Also, Herr Gott, mir wäre es auch lieber gewesen, er wäre jetzt, was weiß ich, übers Wasser gelaufen. Gut. Aber nein, wahr ist. Wahr ist, was Sie aufschreiben, meine Herren. Das wird nie jemand überprüfen. Wie wär's denn, wir lassen ihn wieder auferstehen? Bam! Also Leute, ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das dann noch meine Geschichte ist. Also da bin ich ganz bei dir. Meine Herren Evangelisten, okay, da müssen Sie sich jetzt entscheiden. Wollen Sie glaubwürdig sein oder wollen Sie einen Bestseller schreiben? Und Ihre letzten Bücher waren jetzt nicht so berauschend. Gut, das mit der Auferstehung finden wir super. Super, super Idee. Schön, gut, das super. Das ist das Bild, meine Herren. Wunderbar. Ich frage mich, wo ich jetzt wieder diesen Abo-Button hin habe. Ja, ich suche den. Da ist er ja. Also, manchmal ist man wirklich wie vernagelt. Ja. Wenn ich jetzt noch diese wahnsinnig lustigen Videos finde. Da sind die. Ja, da kann ich ja lange suchen. Jetzt aber schnell klicken, bevor die wieder weg sind. Und die kleine Glocke, ja, gut, die müsst ihr jetzt mal selbst suchen.